Ich falle. Wie weit werde ich wohl fallen? Kann ich mein Herz wirklich unter Kontrolle halten? Werde ich den richtigen Weg wählen? Wenn du zweifelst, nicht. Wenn eine Niederlage den Tod bedeutet, komme ich damit klar. Aber wenn ich Velma werde und mich in ein Monster verwandle. Judo, Ryudo. Kannst du wirklich deinen Zorn auf Velma kontrollieren, der mit unserem Leben spielt? Judo. Sky, was zum Teufel machst du hier? Herumflattern, Schlauberger. Jemand muss dir schließlich Gesellschaft leisten. Du Idiot, du könntest sterben durch meine Hand. Das wird nicht geschehen, Ryudo. Aber ich glaube an dich. Das habe ich immer und das bleibt auch so. Sky. Du erinnerst dich wohl nie, was? Durchgeknallt bis zum Schluss. Ich werde es ihm zeigen. Es ist mir egal, wer an mich glaubt oder nicht. Ich tue das für mich selbst. Nein, du tust es für Elena. Wo bin ich? Wird hier mein Herz auf die Probe gestellt? Okay. Wo sind wir hier? Die Welt rückt ihrem Untergang näher. Sie hat auf den Segen Gottes verzichtet und Vernichtung ist ihr Lohn. Hoffst du dennoch auf ein Wunder? Möchtest du selbst ein Gott werden, um diese sterbliche Welt zu retten? Nein, auf keinen Fall. Gott sein finde ich schrecklich. Und ich glaube Ryudo auch. Er hat ja gesagt, er macht das für sich selber und er will eigentlich nur die Welt retten und so. Ich glaube auch Ryudo will nicht Gott werden. Velma, ich werde niemals nachgeben. Ich will kein Gott sein. Denn es wäre nur eine Täuschung. Ich könnte niemandem helfen, niemanden retten. Ja, ich finde das nicht dramatisch, dass wir nicht zurückkommen, weil da ging es ja eh nie weit, nicht weiter. Okay, muss ich jetzt einfach nur so Fragen beantworten, dann wird das ja easy. Möchtest du die Macht Gottes besitzen? Die Gerechtigkeit, die du suchst, erfordert eine solche Macht. Nein! Ich will kein Gott werden. Lass den Quatsch sein. Zeig dich, Velma. Ich werde nicht nachgeben. Ich habe meine eigene Macht. In meinem Glauben steckt Kraft. Die Kraft derer, die ich liebe. So nämlich. Okay. Noch eine Frage. Was ist Liebe? Ist es das Mitgefühl, das du für andere hast, dass du ihnen in ihrem Kummer hilfst, dass du ihnen in ihrem Kummer hilft, ihre Tränen teilst? Willst du denn nicht, dass alle getröstet werden? Das würde in deiner Macht liegen, denn du hättest die Herrschaft über alle Herzen. Nein! Nein! Selbstbestimmung und so. Ich will ja nicht über andere, A, über andere Macht haben und B, Trauer gehört zum Leben dazu. Das ist leider so. Nein! Narr! Du wirst mich nicht so leicht überlisten. Ich kenne dich. Du verzehrst unsere Wünsche, egal wie edel sie sind, zu einfachem Verlangen. Es wäre mal interessant, was passiert, wenn man alles falsch beantwortet. Also, jo, ich bin Gott, jo, meine Macht, hier, gib. Wäre spannend. Velma, ich werde dir nicht vergeben. Ich werde diese Welt beschützen. In meinem Glauben steckt genug Kraft. Das ist meine Macht. So, du sprichst von Macht und leugnest, dass du sie dir wünschst. Dann sag mir, was du begehrst. Ich begehre Macht. Nein, nicht Macht. Dann bedeutet sie dir doch etwas. Es gibt nichts anderes. Nein, ich werde trotzdem die Welt beschützen.
und das erfordert Macht. Wenn du das nicht erkennst, werden all deine Anstrengungen gewiss umsonst gewesen sein. Au! Das kann nicht sein, verdammt! Stirb, Ryudor! Bin ich gescheitert? Ich habe es doch nicht geschafft. Sky. Menschen sind amüsante Wesen. Fieser Cut. Es brennt! Oh, was soll nur aus uns werden? Es ist doch so weit gekommen. Hoheit! Du warst also schon hier? Ja, wir wurden besiegt. Der Feind hat uns umzingelt. Wir können nicht entkommen. Was sollen wir tun? Wir können nur eins tun. Ihr beiden, ich brauche eure Hilfe. Jawohl. War das Millennia? Ich habe keine Veränderung gesehen. Nun wirst du dich wieder erholen. Danke. Ich stehe in deiner Schuld. Keine Ursache. Es ist schließlich meine Pflicht. Ah, Velma ist hier! Unsere Stunde hat geschlagen. Ah, das ist das Ende der Welt. Nein, verliert nicht den Mut. Hört her, wir müssen die Fassung bewahren. Bitte beruhigt euch. Lasst euch nicht von eurer Angst übermannen. Haltet sie auf. Ich werde tun, was ich kann. Was hat sie vor? Die Ionenkanone beten? Ryudo, komm zurück. Bitte, es wird kein Dämon aus dir werden. Ich werde dich beschützen. Du wirst schon sehen. Ionenkanone? Ich werde tun, was ich kann. Ryudo. Ich werde mich auf meine Art aufopfern. Ein Lied. Ein Lied für die Hoffnung. Ich sollte tot sein. Und doch kann ich sehen. Wie kann das sein? Warum versuche ich zu stehen? Warum kann ich mich noch bewegen? Wie kann das sein? Ryudo, wie fühlst du dich? Was passiert mit mir, nachdem ich fiel? Was ist mit mir geschehen? Sei nicht verwirrt, freu dich, denn du bist von den Toten zurückgekehrt. Ach, ist er jetzt so ein Dreibein? Tot? Nein, ich war... Aber ich bin noch...
Sieh dich an. Sieh dir deine neue Gestalt mit eigenen Augen an. Jo. Das. Du warst tot. Und nun bist du kein Mensch mehr. Du bist ein Gott. Oh, genau das wollte er nicht sein. Du wurdest wiedergeboren. Ja, du bist ein Gott. Du bist der schändliche und elende Velmar. Nein. Deine neue Form spiegelt dein wahres Herz wider. Das verdorbene Herz, das du selbst vor dir verborgen hast. Zorn und Verbitterung fließen durch deine geschwollenen Venen. Das menschliche Herz ist voller Finsternis. Feiere deine Wiedergeburt. Das werde ich nicht. Es gibt noch viel zu tun. Zu viele Verpflichtungen. Sei kein Narr. Es ist viel zu spät für solche Dinge. Deine Seele wurde besiegt. Deine neue Form ist der Beweis dafür. Nein, das kann nicht sein. Komm, leg dein nutzloses Herz ab. Dein verdorbenes, schwarzes Herz. Rah! Nein. Wie stur du doch bist. Du bist besiegt, vernichtet. Von dir ist nichts mehr übrig, außer deiner Scheußlichkeit. Velmar. Nein. Ich hab noch mein Herz. Mein Körper mag verdammt sein, meine Gestalt wieder natürlich, aber mein Herz ist noch menschlich. Ja, ich bin ein Mensch. Ich bin weder Gott noch Dämon. Für meinen Bruder, für Marek und Millennia. Die, die sich für mich geopfert haben. Für Rowan, Theo und Elena, die noch um ihr Leben kämpfen. Das sind meine Freunde. Ich werde diese Welt beschützen. Ich werde Leben und Seele aller Menschen beschützen. Ist das Guy? Okay. Was ist das für ein Licht? Vielleicht ist es gefährlich, bleib hier! Hey, sieh mal! Spawn? Was für ein warmes, freundliches Licht! Ich denke, dass wir etwas vergessen haben. Ich weiß, wir können es noch immer selbst schaffen. Wir dürfen nicht aufgeben. Es stimmt, wir leben immer noch. Da ist er ja wieder. Welcome back, Ryudo. Thank you. I heard your song. Ryudo! So you won? Of course! Ryudo would never lose. A believing heart is strong. I see. Hearts are made to be together. That sword! The power to defeat Velmar? Yes, this is our power. Velmar, here I am.
This is the power of people, the power of hearts, the power that will defeat you! Sera, siehst du das? Diese Menschen, die Welt, sie werden dir nie verzeihen. Ja, das wahre Licht kommt nicht aus dem Himmel, sondern aus der menschlichen Seele. Das Licht wird niemals und kann niemals verloren gehen. Das ist die Wahrheit. Es gibt ein Licht in den Herzen der Menschen, in unseren Herzen. Das Herz, von dem Marek gesprochen hat, das Herz des Lichts, ich kann es auch fühlen. Das kann nicht sein. Das Licht dieser Welt wurde ausgelöscht. Das verfluchte Licht. Ich habe gerade keine andere Idee, als dem sowas wie eine Marek-Stimme zu geben. Du hast an uns gezweifelt, nicht an uns geglaubt. Und nun werden die, die dir nie verzeihen werden, sich im Zorn erheben. Das ist ihre Macht. Okay. Warum soll ich ins Mausoleum? Und was ist das für ein Symbol hier? Kann ich das aktivieren? Offenbar nicht. Was hat denn der jetzt für eine Waffe? Offenbar hat er ja ein neues Schwert, wo auch immer er die her hat. Das Runner-Schwert. Ich dachte, das war das Flugschiff, aber gut. 150 Angriffe senkt SP-Verbrauch. Das ist natürlich sehr schön. Hat der denn auch was Neues gelernt jetzt auf dem Weg so zufällig? Nö. Gut, aber dann können wir hier mal eben voll machen. Und da mal eben voll machen. Und das war's dann tatsächlich. Alle sind voll. Gut. Ich bin gerade nicht so ganz mitgekommen. Wir hatten eine Prüfung, in der unser Wille geprüft wurde. Meines Wissens nach haben wir alles richtig beantwortet, weil Gott zu sein ist, glaube ich, ziemlich scheiße. Und daraufhin wurde Ryudo mal kurzzeitig zu so einem Velma-Viech. Junge, Velma-Junges ist es, glaube ich, oder sowas. Und hat sich sofort zurückverwandelt. Durch die Macht der Liebe natürlich. Wodurch auch sonst. Da unten sind Leute, mit denen man reden kann. Und die kennen wir alle. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich die Stimmen gemacht habe. Hey, ist das nicht Gonzola? Was zum Henker machst du hier? Ah, Geohound! Lass mich raten, du brauchst meine Hilfe. Der Geohound kommt also wieder angekrochen. Ja. Und ich hätte auch noch gerne ein Loch in meinem Kopf und ein Dolch im Rücken. Ist das dein Ernst? Ich brauche deine Hilfe nicht. Oh, das tut jetzt aber weh. Ich meine es immer ernst. Es ist nur, wenn die Würfel gut fallen, stellt man das Ergebnis nicht in Frage. Und du solltest den nicht in Frage stellen, der dich überlistet, übertrifft und in die Tasche steckt. Nämlich mich. Ha! Gehen wir. Okay. Was auch immer das war. Dann wollen wir mal. Risotto ist bereit. Und wie? Her mit den Monstern! Ich kill sie alle! Ha! Risotto! Keine Sorge, wir knöpfen uns Velma vor! Kümmer dich einfach um alles andere, das uns in die Quere kommt! Geht klar! Du siehst jetzt echt nobel aus, Rowan! Richtig erwachsen! Fast so beeindruckend wie der Boss! Die Gonzola? Wow! Das ist wirklich beeindruckend, Rowan! Du solltest stolz auf so eine so ein Kompliment sein! Hey Kleiner, ja du, hör mal, wenn du gegen Velma kämpfen willst, wirst du ein paar Dinge brauchen, nicht wahr? Oh, wir können nochmal shoppen. Aber das sieht aus wie die Dinge, die wir alle schon haben.
Ja, das haben wir alles schon. Aber auch die beiden... Ja, nee, komm. Wir kommen ja gut durch. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Nimm so viel, wie du kannst. Unser Haus wurde von Velma abgebrannt und ich kann Mama und Papa nicht finden. Ich hatte Angst und habe die ganze Zeit geweint. Aber ich will nicht mehr weinen. Nun sind alle hier. Wir siegen. Wenn diese Schlacht vorbei ist, werde ich dir helfen, deine Eltern zu finden. Aber im Moment müssen wir zusammenarbeiten und einander helfen. Als ich ihr Lied hörte und das Licht sah, hatte ich überhaupt keine Angst. Niemand braucht alleine zu sein. Es gibt immer jemanden, auf den man sich verlassen kann. Zeigen wir diesem Velm... Nein, zeigen wir es diesem Sera. Bakala, was machst du hier an Land? Ah, Ryudo! Ich bin ein Captain ohne Schiff, aber ich weigere mich, die Hoffnung aufzugeben. Ich werde wieder in See stechen. Überlass mir die kleinen Viecher, du kannst dich um den Großen kümmern. Danke, Bakala. Wir kümmern uns darum. Gib dein Bestes. Majestät, meine alte... meine Frau, sie erwartet ein Kind. Und Mann, sie schreit und johlt und was weiß ich. Also, ziehen wir alle an einem Strang, Majestät. Trotz allem kann ein Kind auf diese Welt gesetzt werden. Was könnte eine größere Inspiration sein? Wir sind noch ein paar zum Quatschen, wa? Majestät, ich glaube, es sei unmöglich für das Königreich, sein dunkles Schicksal abzuwenden. Nun weiß ich aber, dass ich Unrecht hatte. Es ist immer möglich, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Das weiß ich nun. Die Zeit ist gekommen, unsere Vergangenheit zu begraben und unserer finsteren Geschichte ein Ende zu setzen. Die Zukunft gehört uns! Als ich meine Freunde verlor, sah ich nur Dunkelheit und Verzweiflung. Ich dachte, ich hätte alles verloren. Nun weiß ich aber, wie falsch ich lag. Ich bin nicht allein. Sieh nur, wie viele Freunde ich habe. Das habe ich aus Elenas Lied gelernt. Weder du noch ich können je alleine sein. Lieder und Licht, ich hatte sie vergessen. Und dass es so etwas Wundervolles überhaupt gibt. Wirklich wundervolle Dinge wird es immer geben. Ja, jetzt weiß ich es. Als ich dein Lied hörte, wusste ich es. Okay. Jetzt bin ich mir sicher, die Menschen der Welt sind alle hier bei uns, mit dem gleichen Herzen. Dessen bin ich mir auch sicher. Alle Menschen der Welt kämpfen an unserer Seite. Wir sind eins. Augenblick mal, die können alle Menschen der Welt von unserem Kampf wissen. Sie wissen es aber. Alle auf der Welt müssen ihr Lied gehört haben. Das Lied hallte in ihren Herzen wieder. Gewagte These? Wow, Elena, dein Lied war ausgezeichnet. Ich habe noch nie so ein Lied gehört. Es hat alle wieder mit Leben erfüllt. Es war nichts Besonderes daran. Ich habe nur das getan, was ich am besten kann. Also habe ich gesungen und gesungen. Ja, gut. Ich hätte Stellung beziehen sollen. Ich hätte nicht weglaufen sollen. Wir hätten gemeinsam kämpfen sollen. Ja, machen wir ja jetzt. Ja, das ist die Einstellung, die wir für den Sieg brauchen. Vergiss das nicht. Als ich den riesigen Velma sah, konnte ich nur zittern wie Espenlaub. Und was für ein Feigling ich doch war. Endlich haben wir wahre Stärke erlangt. Wir dürfen jetzt nicht unachtsam werden. Euch hatten wir? Da hatten wir dich schon. Vor einigen Minuten hatte ich noch große Angst, aber nun denke ich, dass ich etwas tun kann. Ich finde, dass ich etwas tun muss. Menschen, wir zögern entweder in Zeiten der Not oder wir treten ihnen furchtlos entgegen. Ich habe es vorher nicht verstanden, aber nun kann ich die Gefühle der Menschen fühlen. Gut. Das war's hier, ja? Okay, Mausoleum, Tür, Ostsilesia. Ich habe keine Ahnung, wo wir eigentlich hin sollen. Aber er zeigt ja eigentlich aufs Mausoleum. Kann man hier noch was machen? Wahrscheinlich nicht. Nicht so sehr. Gut, dann wäre meine Vermutung, dass wir jetzt eigentlich raus sollen nach Silesia. Aber...
können wir hier noch rein. Weil dann würde ich jetzt eben nochmal mich umgucken.